üblicherweise im Alltag, wenn Menschen miteinander reden und wir mit Wolfsohren hören, passiert Folgendes. Wir Menschen tauschen Geschenke aus, wir teilen etwas von uns mit. Jetzt kommt die Friederike und hat ein Geschenk für mich. Schauen wir mal, was im Alltag üblicherweise passiert. Nee, die Verpackung gefällt mir nicht. Das, was wir üblicherweise machen. Weil die Verpackung sieht so aus, als sei es eine Kritik, ein Vorwurf, ein Angriff, ein Urteil über mich. Was machen wir mit Giraffenohren außen? Die Friederike kommt wieder auf mich zu und hat ein Geschenk für mich. Und ich habe jetzt Giraffenohren außen auf. Eine bestimmte innere Haltung. Danke. Ich gucke gleich mal drin, was drin ist. Ja? Und dann kümmere ich mich nicht um die Verpackung. Und ach, das wolltest du mir geben. Und schau, was drin ist. Und drin sind immer Gefühle und Bedürfnisse. Die wesentlichen Informationen. Alles andere ist Verpackung. Uninteressant. Sich damit lange zu beschäftigen, macht gar keinen Sinn. Und nun gibt es Menschen, wo wir immer wieder die Erfahrung machen, dass sie sagen, wenn wir vorbeikommen und demonstrieren, was wären mögliche enthaltische Vermutungen. Oh, wenn du das sagst, ist es so logisch, da liegt es auf der Hand. Aber wie zum Teufel kommst du da drauf? Und da wollen wir euch jetzt noch ein bisschen Hinweise geben. Was könnt ihr tun, um den Bedürfnissen besser auf die Spur zu kommen? Und zwar gibt es hier zwei Strategien, die ihr benutzen könnt. Die erste funktioniert dann, wenn der andere ein unerwünschtes Verhalten beschreibt. Wenn jemand zum Beispiel sagt, Sie können doch hier nicht einfach reinkommen, ohne anzuklopfen. Ja, wie hätten wir es denn? Dann beschreibt er ein unerwünschtes Verhalten. Jemand ist reingekommen, ohne anzuklopfen. Dann nimmt er das Gegenteil davon, das erwünschte Verhalten. Offensichtlich hätte derjenige gern, dass man anklopft, bevor man reinkommt. Das ist natürlich noch kein Bedürfnis, weil das ist ja machbar. Das ist ein Verhalten, ein beobachtbares Verhalten. Jetzt stellt euch die Frage, nehmen wir an, der andere würde vorher anklopfen, bevor er reinkommt. Welche Bedürfnisse werden dadurch erfüllt? Und wenn die Antwort auf diese Frage abstrakt und allgemein ist, dann habt ihr das Bedürfnis gefunden. Ja, der andere möchte offensichtlich, dass seine Privatsphäre respektiert. Das wäre dann die empathische Vermutung über das Bedürfnis. Die zweite Strategie könnt ihr immer verwenden, wenn der andere ein Urteil, eine Bewertung ausspricht. Wenn jemand zum Beispiel sagt, das ist doch total rücksichtslos, was Sie da machen, dann höre ich, hier ist ein Urteil drin, rücksichtslos. Dann nehmt ihr das Gegenteil des Urteils, dann habt ihr das Bedürfnis. Was ist das Gegenteil von rücksichtslos? Rücksichtsvoll. Rücksichtnahme. Das ist das Bedürfnis. Die empathische Vermutung lautet also dann, das ist halt sauer, weil dir ist wichtig, dass wir aufeinander Rücksicht nehmen. Das geht manchmal sehr einfach, wie hier, das Gegenteil sehr auf der Hand liegt. Es gibt viele andere Beispiele, wo das ähnlich einfach ist. Das ist so unfair. Ah, unfair ist das Urteil, Gegenteil, fair. Du legst Wert, dass wir fair, darauf, dass wir fair miteinander umgehen. Und manchmal braucht es einen kleinen Umweg, wenn wir das Gegenteil nicht sofort finden. Ich habe vorhin das Beispiel, dass die Friederike gesagt hat, du Egoist. Wenn ich das überlege, Egoist. Gegenteil, Altruist, alles nicht so recht. Und ich bin entweder nicht glücklich mit dem, was ich da am Gegenteil finde, oder ich finde überhaupt kein Gegenteil, dann gehe ich einen kleinen Umweg, der geht so. Ich höre Egoist, kenne das Gegenteil nicht, und dann definiere ich kurz, was ist denn eigentlich ein Egoist? Und dann formuliere ich das in meinen Gedanken, in meinem Kopf. Ein Egoist ist ein Mensch, der nur an sich denkt. Ein Mensch, der nur an sich denkt. Okay. Dann nehme ich das Gegenteil davon, das bekomme ich, indem ich ein Nicht einfüge. Das Gegenteil von einem Menschen, der nur an sich denkt, ist ein Mensch, der nicht nur an sich denkt. Und weil Bedürfnisse immer positiv beschrieben werden, brauche ich für die Formulierung, ein Mensch, der nicht nur an sich denkt, eine positive Beschreibung.
ein Mensch, der auch an andere denkt. Und das ist das Bedürfnis. Wenn ich also höre, Vorwurf Egoist, laut die empathische Vermutung, hier ist wichtig, dass man auch an andere denkt. Das Bedürfnis. Soweit nachvollziehbar? Dann schlage ich vor, dass ihr jetzt in Gruppe zu viert. Eins kurz ergänzen. Ja. Mit diesem Verpackungsding, weil mir wird jetzt gerade auch noch was klar, weil wir das eben auch hatten in dem Beispiel, dass in dem Ding, da ist mir nicht nur das drin, was ich interpretiere als Angriff oder Kritik, sondern es ist hier auch manchmal inhaltliches Zeug drin. Und das braucht diesen neuen Schritt von diesem ganzen Inhaltlichen für einen Moment Abstand zu nehmen. Also alles, was inhaltlich da wichtig sein mag, das kann dann später drankommen. Also zum Beispiel, wenn jemand sagt, du bist ja total bescheuert, wie du da wieder diese Verkehrsregelung gemacht hast und es funktioniert ja überhaupt nicht. Und dann neige ich dazu, in dieser alten Schiene, dass diese Kritik hier aufzunehmen und vielleicht Wolfs auch nach innen aufzusetzen und mich dann sofort zu verteidigen wegen dieses Inhaltlichen. Und das ist wirklich wichtig. Den Inhalt lassen wir für einen Moment beiseite. Und wenn ich darauf höre, dann gibt es eine Schablone. Und die heißt, also auch wieder von der Haltung getragen, das sind keine ruhigen Worte, sondern es ist die Haltung, mit der ich eigentlich nur eins mache. Ich sage, aha, du fühlst dich und du brauchst, Fragezeichen, es ist alles. Und alles, was da wichtig drin sein mag, kommt später. Und im Rahmen des Modells bedeutet das, was der Friedrich sagt, das Inhaltliche. Wenn ich das erfasst habe, dass ich dann erst versuche zu verstehen, was ist denn überhaupt passiert, was sind die Fakten, die derjenige im Moment besprochen haben möchte. Und wenn ich das verstanden habe, dann reden wir über Lösung. Ja? Und das war das bei dir, Anton, wo du deinem Vater versucht hast zuzuhören, dass du sehr schnell hier unten warst und sagst, okay, ich mache es anders, oder ich mache dieses oder jenes, biete ich dir an. Das ist das, was wir im Moment üben zu erfassen, Gefühl, Bedürfnis. Danach brauche ich, wenn ich es noch nicht weiß, auch noch eine Klarheit darüber, was mir überhaupt passiert. Gib mir mal ein Beispiel, woran reibst du dich denn? Und erst dann sind wir so weit, dass wir jetzt sagen, okay, was machen wir jetzt damit? Was biete ich dir an? Was möchte ich tun in Zukunft? Für die nächste Übung sucht euch drei andere Leute, sodass wir in Vierergruppen zusammengehen. Schauen wir mal, wie weit es aufgeht. Ja, wenn wir zwei Fünfergruppen haben. Und dann versucht ihr mal in dieser Runde mit den Übungen zu arbeiten. Das sind die Sätze nochmal, mit denen ihr auch schon eine Bestandsaufnahme gemacht habt. Es sind ein paar mehr. Das sind im Übungsteil drin. Der beginnt auf Seite 26. Ihr könnt euch selber Sätze raussuchen, die euch besonders interessant vorkommen. Einer aus eurer Gruppe sagt den Satz, auch ruhig mit Gefühl, sodass man auch den Tonfall und die Lautstärke und so weiter mit als Information bekommt. Und ein anderer aus der Vierergruppe versucht empathisch denjenigen abzuholen, indem er Vermutungen anstellt, Gefühl, weil dir wichtig ist, Gefühl, Bedürfnis. Dabei benutzt einmal, was wir euch jetzt als Hinweise gegeben haben, was euch helfen kann, den Bedürfnissen auf die Spur zu kommen. Und wir sind als Trainerteam wieder unterwegs und unterstützen euch dabei, das zu finden. Diese Übung machen wir jetzt 20 Minuten, das heißt 5 vor 6 treffen wir uns wieder hier. Dann gehen wir in die nächste Übung.